Ich weiß nicht, wie die sich benimmt. Im Moment spielt sie. Ina. Hui. So. Dann, wir fangen mal im Sitzen bzw. im Liegen an. Ich checke mal hier. Links aus. Dann lässt man die Rolle aber in Ruhe. So, wir fangen im Liegen an. Und nehmen die Beine nach oben. Ihr könnt schon mal die Hände unter den Kopf legen und mit den Füßen oben anfangen zu kreisen. Ihr spannt die Bauchmuskeln an, zieht den Bauch nach unten. Genau. Und wir schrauben quasi erstmal hier unsere Beine aus. Bring den Fokus auf deine Atmung. Atmet durch die Nase tief ein und mal durch den Mund ausatmen. Und dann könnt ihr hier erstmal ankommen. Streckt euch zwischen Kopf und Becken. So, Mila, du gehst auf deine Decke. Auf deine Decke, Mila. Geh auf die Decke. Lockert mal eure Lippen aus, Mila, ab. Geh mal auf die Decke. Auf die Decke. Und dann wechselst du die Richtung. Ja. Deiner Bewegung. So, dann schüttelt ihr mal die Beine aus. Stellt die Beine ab. Hebt das Becken an und schüttelt auch hier einmal das Becken aus. Und dann rollen wir uns direkt mal durch die Wirbelsäule. Legt die Arme seitlich. Rollt sich Wirbel für Wirbel nach oben. Und einmal mit tief einatmen. Mit dem Ausatmen Wirbel für Wirbel abrollen. Atme durch den Mund aus und einatmen wieder tief durch die Nase. Ausatmen, dreh das Becken und Wirbel für Wirbel auf. So, mach das in deiner Atemlänge. Wirbel für Wirbel. Einmal hier, bring den Fokus ganz auf deine Wirbelsäule. Also sei ganz präsent in deiner Wirbelsäule und roll dich hier Wirbel für Wirbel auf und ab. Mit dem Fokus, dass wir eben diese einzelnen Wirbel bewegen. Lockert euch mal auch im Gesicht, entspannt hier das Gesicht. Wirbel für Wirbel. Auf und ab. So, wir strecken die Zehen mit auf, die Finger. Und streckt euch auch hier durch die Halswirbelsäule. Wir machen das noch zweimal. Ihr könnt mal eure Arme legen. Mila, du legst dich jetzt mal hin. Ruhig jetzt. Mach mal Platz. Mach mal Platz. Leg dich mal hin. Und ruhig. Genau. Du. Mach mal Platz, Mila. So, also mit den Armen einmal nach hinten strecken. Und
Die gleiche Übung, Wirbel für Wirbel, einmal aufrollen, tief einatmen, hoch sein. Ausatmen, abrollen. So, wenn du unten angekommen bist, greif dir mal deine Knie und roll jetzt nochmal durch deine Hüften durch. Gleichmäßig weiter atmen, wir bleiben in der Bauchspannung. Und atme gleichmäßig weiter. Wechsel noch einmal die Richtung. So, und dann kannst du mit so ein bisschen Schwung nach oben kommen. Wenn du die Runde hast, legst du dich jetzt mal an. Wir machen so einmal durch diese Schultern. Wenn du keine Rolle hast, machst du die gleiche Übung auf dem Boden. Ihr könnt euch auch hier bei mir, wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich auch anschreiben, könnt ihr euch so eine Rolle holen. Ja, dann kann ich euch die ausleihen, bis wir hier wieder anfangen können. So, dann kannst du dich nicht mittig da mal drauflegen. Du nimmst deine Beine, stellst sie bequem auf, wir erden den unteren Rücken und du gehst hier in dieses Öffnen und in diesen Kreis. So, Mila, hinsetzen. Hinlegen. Platz. Liebes Mädchen sein. Braves Mädchen sein. Nicht hier rumjaulen. Braves Mädchen, Mila. So, du kannst dann öffnen, die Hände flexen, ausatmen, gehst du in diesen Kreis. Ja, du bist jetzt ein Grasmädchen. Ich mache dich jetzt hier ab. Grasmädchen. Und jetzt bleibst du hier. Mach mich auf Nein, mach bleiben. Auf der Decke. Nein. Hier, auf der Decke. Genau. Ja. Nein. Platz, ja, Platz. Genau, so ist es. Ja. So ist es. Alles mit dir, das ist nicht mein Gehör. Bleib auf deiner Decke. So, mach das noch achtmal. Wieder auf den Weg. Wieder, das ist die Füße. Musst du wieder achtmal. Nein, das geht nicht. Sorry, heute hier mit Hundeschule. Du musst das aber lernen, dass ich die mitnehmen kann. Und alles, was man lernen muss, klappt nicht sofort perfekt. Ja? Mach das noch viermal. Zieh die Schulterblätter Richtung Becken. Und dann lass die Arme an der Seite fliegen, auch wenn du auf dem Boden bist. Mila, ruhig. Wir nehmen die Beine jetzt mit dazu. Du ziehst die Knie ein bisschen höher als deine Hüften und wir öffnen die Knie, wenn euch das leicht fällt, ein bisschen weiter. Ja? So, wir balancieren uns hier auf dem Boden und auf dem Boden. Mila, jetzt ist gut. Und lass ihn mit dem Aufatmen abwechselnd die Beine nach unten, also bis die Füße auf die Füße. Bringst die Beine Atem hoch, ausatmen. So, wir erden die Lendenwirbelsäule und lassen das Kreuzbein etwas stehen. Platz wieder. Platz wieder. Platz. Ja, jetzt leg dich mal hin. So, ihr konzentriert euch drauf, dass ihr das Beingewicht in den Bauchmuskeln haltet. Das heißt, wir entspannen die Hüften, vor allem die Hüftbeuger. Ja, auch deine Beine. Die lassen wir so ganz passiv.
Und du ziehst maximal deine Taillenwand zusammen. Ja? So, Gesicht bleibt entspannt, Halswirbelsäule lang. So, auch wenn du auf dem Boden liegst, guck, dass du so in deiner Mittelachse bleibst und diese Vorstellung hast, auf einen Seil zu liegen. Psst, lang ein, Platz. Leg dich mal oben hin. Nein, wird nicht gut laut. Lila. Nein. Platz. Genau, so ist fein. Feines Mädchen. Und jetzt sind wir noch leiser. Feines Mädchen. Genau. Mach das noch zweimal auf jeder Seite. Wenn du dieses Bein wieder oben hast, streckst du die Beine nochmal aus, deckst die Füße, ausatmen. Ausatmen. Ich gebe dir noch eine Chance, dass du nicht an der Seite bist, aber du bleibst ganz hart hier liegen, da ausatmen. Platz wieder. Genau, leicht. Okay? Du bleibst jetzt hier ganz ein halbes Mädchen und machst hier keinen Spaß. So, auf die Decke. So, wir rollen uns von dieser Rolle, wenn die da drauf liegt, erstmal runter. Legst die andere Seite. Ziehst dich hier nochmal rund zusammen. Streckst die Beine einmal aus und die Arme nach tief einatmen. Heute die Füße, beugte Knie, rollen dich rund zusammen, ausatmen. Wir machen das 8-mal. Quasi hier Katze Kuh in die Wurmsäule strecken und ausatmen, beugen. Füße flex und Füße point. So, heb das Becken hier mit an und in dieser Streckung kannst du dich in die S-Kurve stellen. Und ein letztes Mal in diese Beugung. Greift euch jetzt die Schienbeine oder die Füße. Jetzt gibt ein bisschen Druck in die Füße oder in die Schienbeine. Und wir wollen uns hier so ein paar Mal zwischen dem Tailbone und dem Brustbein. Zieh dabei ganz doll deinen Bauchnabel nach hinten. Aktiviert eure Bauchspannung, dass wir hier in der Mitte halten und trotzdem so ganz rund auf und ab rollen. Okay, kommst du mit so ein bisschen Schwung nach oben in den Vierfußstand. Setz deine Hände etwas vor deine Schulter und wir strecken uns jetzt erstmal in den Herzschaufelhund. So, lauf abwechselnd hier zwei, dreimal durch deine Beine, hebst abwechselnd die Fersen und gehst somit hier in deine Beinrückseiten richtig rein. Mobilisiert euch aus der rechten und linken Po-Hälfte. Kannst mal deinen Nacken auslockern. Und auch deine Rippen auslockern. Und dann lässt du einmal deine Fersen sinken. Streck dich quasi einmal as much as possible hier. Und push out aus deinen Schultern. Atme noch dreimal tief ein und aus.
Und dann läufst du mit deinen Händen Richtung Füße. Drehst die Füße leicht auswärts. Ja? Streckst die Wirbelsäule und ausatmen, beugen und beugst auch die Knie. Einatmen, Wirbelsäule strecken. So weit du kannst, streckst du die Beine mit. Ausatmen, Katze. Mach das nochmal. Einatmen, streck auch die Zehen. So, und hier kannst du, wenn du noch Platz hast, in der Einatmung die Fersen heben. Ja? Und ausatmen, Fersen senken, Knie beugen. Nochmal. Einatmen, Fersen heben, wenn du kannst, wenn du Platz hast. Ausatmen, absenken. Lass es mal. Jetzt machen wir das nochmal umgekehrt. Und zwar einatmen, Fersen lassen nach unten. Ausatmen, Fersen heben und Knie beugen. Einatmen, Fersen tief, Rücken lang. Ausatmen, Fersen hoch, Rücken rund. Mobilisieren wir durch die Beine, durch das Becken, durch die Wirbelsäule und bleiben aber in der Körpermitte. Einatmen, aktiviere deinen Beckenboden und auch die Bauchdecke nach innen ziehen. Ausatmen. Letzte zwei. Letztes Mal. So. Und dann lassen wir die Fersen unten, beugen die Knie ein bisschen, gehen dieses Rund und rollen uns hier Wirbel für Wirbel nach oben auf. Ja? Wenn du hier oben stehst, schüttel mal einmal dein Becken aus und deine Beine. Und dann rollen wir es nochmal auf und streck dich mit dem Einatmen, beugen deine Knie, beugen nur noch mal rollen ab und einatmen, genau wie eben wieder strecken. Ausatmen, Knie beugen, Wirbelsäule beugen, aufrollen, in die Einatmung strecken, ausatmen, Wirbel für Wirbel abrollen und mach das noch ein paar Mal so für dich in deinem Tempo. Und vor allem mit diesem Fokus auf die Bewegung, also dass du hier in diese Wirbelsäule quasi uns durchmobilisieren. Ja? Und auch durch die Wirbelsäule und durchs Becken und durch die Beine, also eigentlich bis in die Füße. So eine ganz fließende Bewegung. Und bleibst in deiner Bauchmitte. Noch zweimal. Und dann rollst du dich auf, stellst dich etwas breiter an so ein Plié. Stell dich mit mir drauf. Und wir gehen, also so diese breite Plié-Stand. Ja? Du bleibst in deiner Mitte, wir heben abwechseln. Eine Ferse einatmen, ausatmen. Ja, einatmen, andere Ferse, ausatmen, absenken. Wir lassen die Hände entweder hier vor dem Herzen oder du kannst sie auch mit seitlich. Ja? So, wir mobilisieren nochmal aus der Hüfte und ziehen aber auch gleichzeitig den Bauchnabel nach hinten. So, wir nehmen die Arme mal locker mit. Nimmst die Ellbogen relativ weit an den Oberkörper und jetzt atmest du hier gleichmäßig weiter. Soweit das geht, ziehen wir uns hier in die Oberschenkel etwas auseinander. Das heißt, du gehst immer tiefer hier rein und hältst aber aus der Mitte. Wir wechseln mal die Richtung der Arme. Der Kreise. Okay, und nimmst die Hände nochmal vor dein Herz. Wir heben mal beide Fersen. Ja? Senken wir mit dem Becken noch so weit wir können tief. Einatmen, nimmst die Arme dazu. Ausatmen, Fersen tief. Nochmal. Fersen beide hoch, Arme dazu, Schultern Richtung Boden, ausatmen, Fersen tief noch. Aktiviert eure Bauchspannung. Soweit du kannst, stellst du die Füße noch breiter auseinander
Achten wir darauf, wir öffnen das Becken, wir öffnen den Unterkörper und halten in der Chorspannung. Ja? Beckenboden und Bauchnabel. Entspannen wir nochmal das Gesicht und balancieren uns aus. Noch zwei mehr. Okay, lasst die Fersen mal einmal oben und schiebt euch leicht nach rechts und links, dass ihr hier in dieses, kannst du die Hände auf die Oberschenkel stellen und jetzt lehnen wir uns etwas nach vorne. Kannst dich hier ganz nach vorne nehmen, lass die Fersen nach oben und schieb dich hier nochmal leicht nach rechts und links, dass ihr noch mehr aus dem Becken uns öffnen. Bleib in deiner Chorspannung, lass beide Fersen oben. Atme gleichmäßig weiter. Setz die Fingerkuppen unten auf oder die Handflächen. Und schieb sich nach rechts. Sobald du kannst, gehst du mit dem Hintern hinten runter. Ja? So bis auf Kniehöhe, wenn du kannst. So, dann kommen wir zurück, setzen beide Fersen auf, nimm die Hände an die Knöchel und setz dich nochmal so tief du kannst. Zieh deine Wirbelsäule lang. Fünf Atemzüge hier, lockert nochmal das Gesicht. Kannst du nochmal den Tailbone etwas ausschütteln. Und dann streckst du die Beine einmal lang aus, bringst die Hände ein bisschen weiter nach vorne und gehst quasi mal in so eine Art herabschauenden Hund hier in diese leicht gekrätschte Beinstellung und drückst dich hier nochmal lang aus. Okay, wir machen wir mal aus. Dann drehst du dich einmal zum linken Bein. Geh mal auf die Decke. Auf die Decke, ja, das ist meine. So, dann drehst du dich nochmal mit dem Ausatmen zur rechten Seite. Lass deinen Nacken entspannen, wir bleiben in der Körpermitte. Kommen zur Mitte wieder zurück, beugt euch hier ein wenig und rollt euch auch hier einmal Wirbel für Wirbel auf. Wenn wir oben sind, streckt die Arme, streckt die Beine, dreh dich zur linken Seite und hier rollen wir uns einmal über die linke Seite ab. Einatmen, strecken, ausatmen, aufrollen. Einatmen, strecken, ausatmen, beugen, Wirbelsäule, rollt ab. In die Einatmenlänge, ausatmen, aufrollen. Wir machen das nur noch zweimal. Auch das ist noch eine schöne Mobilisierung. So für alle Gelenke. Und du bleibst aber in der Balance und bleibst in der Mitte. Fersen stehen nur auf einer Linie. Ne? So, komm zur Mitte zurück. Fersen drehen leicht nach außen. Dreh dich zum rechten Bein. Roll dich ab mit dem Ausatmen. Einatmen, strecken und ausatmen, aufrollen. Einatmen, strecken, ausatmen, abrollen. Auch hier. Balanciert euch aus. Letztes Mal. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück, lockerst die Beine aus, schließen die Beine
kannst nochmal jetzt beide Fersen unter die Hüften stellen und anheben. Nimmst beide Arme. Ja. So, Fersen sind oben, Mitte ist fest, balanciere dich aus. Komm mit dem Ausatmen über rechts. Fersen bleiben oben. Einatmen Mitte. Ausatmen über rechts. Einatmen hoch. Und nochmal ausatmen, dreh nach rechts. Einatmen, kommt zur Mitte. Fersen sind nach oben. Ausatmen nach rechts. Lasst eure Schultern fallen. Ja? Einatmen zur Mitte, ausatmen nach links, einatmen zur Mitte und ausatmen nach rechts. Letztes Mal, einatmen, einmal noch links und ein letztes Mal rechts. Kommt zur Mitte zurück, zieht noch die Fersen ein bisschen höher, sitzt circa zusammen, Bauchnabel zurück. Und ausatmen, lösen. Schütteln die Beine aus. Kommt dann mit Anfang eurer Mitte. Ja? Und streckt dich mit dem Einatmen, ausatmen, falte dich nach vorne und laufe in den herabschauenden Mund. Ja? So, von da aus schieben wir nach vorne in ein festes Brett und drehen nach links auf. Rechte Hand ist oben. Drückt euch aus der rechten Hand raus. Schiebt das Becken ruhig richtig nach oben. So eine ganz aktive rechte Flanke, rechter Arm, aber noch mehr rechte Flanke. Und rechter Oberarm. Ja? Dass wir gar nicht in der linken Hand stehen. Wieder vorhin? Nein? So ist fein. Hier sind ganz viele Sachen, die mich jetzt interessieren. So, komm mit dem Ausatmen wieder zurück und wir wechseln auf die andere Seite. Wir drehen nach rechts auf. Drück dich aus der linken Flanke raus. Wieder geh auf deine Decke. So, auch hier. Achte drauf. Starke linke Flanke. Push auch aus der Schulter und aus der Flanke. Wieder immer auf die Decke. Atme nochmal tief ein und aus. Und komm mit dem Ausatmen zurück in den herabschauenden Hund. Wir strecken uns erstmal aus. Und dann rollst du übers Brett mit dem Einatmen in den Liegestütz mit dem Ausatmen und streckst dich in die erste Kobra. Stell die Hände auf die Fingerspitzen auf, neben das Brustbein. Und roll Wirbel für Wirbel ab mit dem Ausatmen. Und mit dem Einatmen Wirbel für Wirbel aufrollen. So, jetzt brauchst du erstmal ein bisschen Koordinierung wieder unten im Becken. Schieb das Becken in die Streckung. Und die Beine, Hände hier nach oben rollen. Ganz stark den Beckenboden anspannen. Und dann gehst du lang nach vorne runter. Und hier kannst du auch das Becken, den Beckenboden im Moment, wenn du hier unten angekommen bist, entspannen. Ja? So, wenn du wieder hochgehst, schieb das Becken in den Rücken, richte dich auf, geh in die maximale Länge und roll dich wieder ab. So, wenn wir unten angekommen sind, leg mal die Knie ab und dein Kinn. Und dann ziehst du einfach mal das Kreuzbein hoch. Einatmen, streck das Becken, streck die Beine, spann den Beckenboden an, komm in diese Kobra. Ausatmen, geh mit Länge zurück. Wir legen die Knie ab und das Kinn. Zieh das Kreuzbein hoch. Das ist so wirklich so diese Opposite zur Cobra. Ja? Das heißt, du schiebst das Becken in die Streckung, spannst den Becken hinein. Ausatmen, nochmal Becken hochziehen. Einatmen, Becken strecken. Wirbelsäule aufbauen. Mach das noch viermal. Und soweit du Platz hast, richtest du dich hier auf. Achtet darauf, dass eure Wirbelsäule insgesamt entspannt bleibt.
und eure Schultern nicht anheben. Letztes Mal kommst du in diese Kobra und rollst dich ab. Leg deine Hände unter die Stirn oder unter dein Kinn und locker hier am Moment deinen unteren Rücken aus und die Hüften. Mila, lass es mal. Guck das mal aus. Hast du da jetzt? Nee, lass mal. Mama, Mila, gib mal. Was hast du da? Mila, können Sie nicht alles fressen, was hier oben liegt? So, das ist ein Steinchen. So, wir machen das nochmal. Man kann so zwei, drei Sachen in Sicherheit bringen vor dem Hund. Und zwar, wir gehen nochmal in diese Kobra. Und jetzt nimmst du bei der Einatmung das rechte Bein mit. Und ausatmen, rollst dich wieder. Einatmen, linkes Bein wieder, geh mal auf deine Decke ab. Ausatmen, absenken. So, mach das in deinem Flow auch wieder mit der Einatmung Kobra. Und die Beine sind ganz aktiv. Einmal ziehst du das rechte Fußspitze zu dir ran. Ausatmen, strecken und einmal nehmen. So, achte darauf, dass du dich hier so auf deinen Wurzeln hältst und gleichzeitig aber so in diese Bewegung kommst. In die Vorderseite Bewegung. Also sprich in diese Rückbeuge. Machen wir noch zweimal auf jeder Seite. Einmal nach rechts, einmal links. Und Mila, legst du nochmal deine Stirn oder Kinn und lockerst dich kurz auf. Mila, auf die Decke. Geh mal auf deine Decke. Decke, Mila. So, aus dieser Bauchlage gehen wir mal nach oben, stellst die Hände unter die Schulterblätter, wir strecken erstmal die Arme, lassen die Knie liegen und drücken uns quasi aus den Schultern hier richtig rauf, ziehst deine Schulterblätter Richtung Boden und dann kannst du erstmal nur das linke Bein anheben, ja, und dich hier quasi so aus der linken Hüfte strecken durch diese ganze linke Seite und schau mal, dass du dabei die Wirbelsäule loslässt. So, aktiv mit den Händen die Arme nach unten schieben, das Brustbein nach vorne ziehen. Und dann wechselst du die Seite, legst das linke Bein ab, wir heben das rechte Knie an und schränken uns auf dieser rechten Seite. So, streck erstmal die Hüfte, ohne dass das in den Rücken, dass du das deinen Rücken nicht spürst, brauchen wir eben diese starken Streckungen vorne. Und wenn du Platz hast, kannst du jetzt beide Hüfte strecken und dich eben hier rausdrücken. Wenn das zu viel ist, legst du die Knie noch ab. Aktiver Arm, ein aktiver Chor. Tief durchatmen und Wirbelsäule entspannen.
Schieb das Brustbein vor deine Oberarme, so von der Richtung. Könnt ihr euren Nacken lockern? Und dann legen wir die Knie ab. Schieb dich einmal ganz nach hinten. Lass das Becken über deine Knie. Und dann legst du die Arme auf die Stirn oder aufs Brustbein ab und streckst dich hier einmal durch deine Wirbelsäule in die opposite Richtung jetzt zu diesem Heraufschauen. Lockert nochmal das Gesicht auf eure Kiefergelenke. Und wenn du Platz hast, kannst du das Gesicht hier nach vorne drehen und den Brustkorb nach unten dehnen. Also auch wenn der noch in der Luft hängt, könnt ihr schon mal so in diese weiterführende Dehnung kommen. Und vielleicht hier mal so leicht das Gewicht verlagern. Nach rechts und nach links. Kannst du den Tailbone mal so ein bisschen nach rechts und nach links ziehen. Und dich hier durch den Brustkorb stretchen. So, wir legen die Stirn ab, kommen über den Vierfüßstand nach oben auf die Unterarme. Und gehen von hier aus nochmal. Kannst die Finger locker aneinander schieben in den Unterarmstand nach oben. Drückt euch aus den Schultern raus. Wir legen die Füße, du kannst die hier so auf dem Fuß spannen liegen lassen. Ihr könnt die auch aufstellen. Das ist etwas leichter mit aufgestellten Füßen. Und dann legst du das Becken nach oben. So aktive Oberarme, aktiver Chor. Und wir schieben das Gewicht nach hinten. Lockert euch im Nacken aus. Komm, einatmen in den Vierfüßstand, Wirbelsäule lang, jetzt, ausatmen, nochmal hoch. Rücken so ein bisschen Richtung Katze dann. Einatmen, Knie an der Achse hinten, Wirbelsäule lang, ausatmen, nochmal hoch. Mach das noch viermal. Letztes Mal. Und dann kommst du auf deine Unterschenkel. Einen Moment in den Child's Pose. Lässt das Becken, lässt den Rücken entspannen, legst die Stirn ab. Und du kannst mit den Händen hier machen, was du willst. Ihr könnt ihn neben die Füße legen. Oder eben vorne liegen lassen. Aber so in den unteren Rücken entspannen. Und dann rollt euch auf zum Sitzen. Wir strecken uns jetzt in die Beine, in diese Grätsche. Ihr könnt euch ein bisschen höher setzen, wenn ihr habt. Ja, auf einer Decke oder kannst du einfach hier die Matte so ein bisschen quasi einrollen. Das ist eigentlich ideal. Na, dann hast du so eine kleine Erhöhung. Wirbelsäule strecken, Beine strecken, soweit es geht, Beckenboden anspannen, Arme hoch. So, wir kippen den Tailbone leicht nach hinten. Ja? So, wir kommen in diese Aufatmung hier, in diesen Twist, einatmen in die Länge, ausatmen in die andere Seite. So, und jetzt ist dieses Ding aus dem Core quasi, richtig umsetzen, halten und in die Hüften und Beine dehnen. Halte auch diesen ganzen Oberkörper über eure Bauchmuskeln. Ja, nein, das kann ich nicht. Nein, ja, nein. Das ist nein. Das ist wieder gut. Geh mal auf deine Decke, Mäuschen.
So, ausatmen, einatmen. Wirbelsäule geht hier so ein bisschen Richtung Katze wieder. Einatmen in die Streckung. Ja? Wenn du nach rechts drehst, das war Mila. Linke Po-Hälfte unten lassen. Und wenn du nach links drehst, rechte Po-Hälfte unten lassen. So, Mila, lass mich hier nochmal sitzen. Ja, so dass wir wirklich hier in diese Dehnung mitgehen und in dieses Halten. Also konzentriert euch wieder in eure Wurzeln, Beckenbodentaille. Und außerhalb dieser Muskulatur in die Öffnung. Lass deinen Nacken nach entspannen, dass du hier im Oberkörper offen bleibst. Ja? Fühl dich da nochmal so rein, dass du dich hier offen lässt. Noch zwei auf jeder Seite. So, kommen wir einmal aus der Mitte nach vorne. Stellt eure Finger auf, schüttelt euren Tailbone aus und kommt hier so einmal noch für diese, ja, für die Beweglichkeit, für einen Moment in die Vorbeuge. Bleibt in eurer Körperspannung, rollt eure Schulterblätter Richtung Becken, also in der Mitte, ne, in der Körperspannung bleiben. Und zieht aber eure Schulterblätter zurück und entspannen wir aus diesen, ja, das sind so die Rückseiten im Körper und Innenseiten. Vor allen Dingen spürt ihr das in den Beinen. Ne, das zieht sich so über die Oberschenkel, als hätte man eine zu enge Hose an. Und auch übers Gesäß. Also übers Becken. Atmet hier noch vier tiefe Atemzüge. Und entspannt euch ins Becken, in die Beine. Hier vor allem diese Rückseiten der Beine, übers Gesäß, in die Innenschenkel. Und mal durch die Zehen spüren, wenn ihr die Zehen etwas wackelt. Und dann mit dem Einatmen wieder aufrichten. Schließt die Beine. Drehst dich einmal quasi wieder normal und rollst dich wieder Wirbel für Wirbel nach unten ab. Ihr nehmt nochmal eure Beine nach unten. So, wie geht's euch? Seid ihr noch da? Ja, genau. Rollt euch mal so ein bisschen über den unteren Rücken aus. Genau, in alle Richtungen. Und hat jemand von euch eine Uhrzeit? Hier ist nämlich die Uhr kaputt und ich habe meine Uhr nicht dabei. Und mein Handy kann ich jetzt nicht drauf zugreifen, weil ich in dem Zoom bin. Wie spät haben wir denn? 10.48 Uhr. 10.48 Uhr, alles klar. Dann haben wir noch eine Viertelstunde. Perfekt. Alles klar, danke. So, dann, wenn wir jetzt hier unten sind, machen wir nochmal in dieser Grätsche quasi weiter. Ja, ihr zieht die Beine an, pointet die Füße, ja, legt den Oberkörper ab. Und jetzt nochmal nach außen. Jetzt machen wir quasi die gleiche Übung wie eben nochmal. Nur jetzt in der Rückenlage. Da kannst du dich ein bisschen besser koordinieren. Ihr könnt übrigens die Hände unter den Hinterkopf legen. Und ausatmen, wieder Beine beugen, Füße point. Einatmen, Beine strecken, Füße flex.
Ausatmen, Füße point. So und konstant, Nina, ich schiebe dich jetzt hier mal ein bisschen weg. Konstant leicht den Tailbone schweben lassen. Das ist wirklich nur so eine Idee und zwar deshalb, dass wir in den Core. Ja, Nina, ganz toll. Dass wir hier auch nicht die Hüften anspannen. Achtet auch auf euren Nacken. Ihr könnt die Arme auch, wie gesagt, seitlich oder hinter euch ablegen. Und so richtig in die Taille kommen. Und das Becken öffnen. In die Beine strecken. Mega, ganz toll. Ja. So, machen wir das mal vier Stück, viermal. Legt den Kopf mit Länge ab, zieht eure Schulterblätter Richtung Becken. Und letztes Mal, wir schließen die Beine, heben den Tailbone wieder ein bisschen an und du lässt dir einfach mal die Beine so voreinander kreuzen. Leg deine Arme und wir ruhig jetzt mal zurück. So, ich muss noch mal kurz auf meinen Hund kümmern. Der geht jetzt nämlich noch mal auf seine Decke. Mila, auf deine Decke. Wir sind auf deine Decke. Decke. Decke, Mila. So, hier. Und dann lässt du dein linkes Bein einmal vorne. Lässt das rechte Bein sinken, aber nicht ganz. Rollt euch bis zum Brustbein auf. Ja, bleib in deiner Bauchspannung und jetzt ziehst du das linke Bein nach rechts rüber. Atmest tief ein. So, du kannst das rechte Bein absenken jetzt. Ja? Zieh nochmal einatmen, dich in alle Richtungen. Ausatmen, heb die Beine beide wieder an. Ja? Und lass das linke Bein sinken. Atme nochmal tief ein. Bleib in deiner Bauchspannung. Und zieh ausatmen das rechte Bein auf diese linke Seite. Leg das linke Bein wieder. Ich brauche mal ein bisschen Space. Atme hier nochmal tief ein. Zieht euch alles auseinander. Und dann schiebst du dich aus diesem Twist wieder nach oben. Wir heben mit dem Ausatmen beide Beine. Atmen hier nochmal tief ein und lassen rechts sinken. Und links in den Schiss. Wieder immer links. Einmal tief einatmen hier. Ausatmen. Du kommst wieder nach oben. Wechselst die Seite. Einatmen hier. Und ausatmen zurück. Also das heißt, wir gehen jetzt immer abwechselnd mit dem Ausatmen hoch. Einatmen. Einmal in diesen Twist strecken. Und ausatmen wieder. So, schau mal, dass du das alles über deine Bauchmitte quasi koordinierst und aus den Hüften quasi mobilisierst. Also mit der Ausatmung auf die andere Seite. Hier tief einatmen. Und wieder ausatmen, zurück auf die andere Seite. Tief einatmen, ausatmen, wieder in diesen Twist. So, das nächste Mal, wenn du dein linkes Bein im Twist hast, bleibst du hier auf dieser Seite. Ziehst noch immer deinen Bauchnabel zurück und jetzt beugen wir das linke Bein. Einatmen, strecken, wieder immer bitte aus dem Bild raus, auf deine Decke, ohne woanders. Linkes Bein beugen, einatmen, strecken. Halte dieses hier aus der Taille und mobilisiert euch nochmal aus dieser linken Hüfte raus. Das ist eine ähnliche Übung wie die davor, diese Grätsche, wo du aus der Taille stark arbeitest, aber gleichzeitig hier diesen Unterkörper öffnest. Nur, dass wir jetzt hier
das Opposite zu dieser Grätsche ist quasi diese zugedrehte Variante. Und hier sind wir so ein bisschen Außenseite. Ja? Also beugen, einmal zum Strecken und finden Space. Und dann lässt du dieses Bein einmal ausgestreckt und lässt es langsam sinken. Drehst dich über links raus und fünf Atemzüge hier durch diesen Twist atmen. Das rechte Bein lang ausstrecken, abnehmen. Das linke Bein lässt du so weit du brauchst in der Luft hängen. Und soweit du kannst, lassen wir das sinken Richtung Boden. So, wir bleiben aber auch in der Halswirbelsäule ganz entspannt offen, ne? Und im Brustraum breitest du dich nochmal aus. So quasi so in die linke Hand, ne? Öffnen, durch die linke Schulter, in den linken Arm mit öffnen. So, winke dein linkes Bein an, roll dich langsam zurück, wir stellen beide Beine auf, schieben das Becken in die Mitte und schütteln hier die Oberschenkel aus und ab das Becken. Hebst das Becken an, schüttelst es kurz aus und dann nochmal die andere Seite. Bring hier für erst nochmal beide Beine nach oben. Ja? Lass dein linkes Bein sinken. Und bring dein rechtes Bein hier auf die linke Seite. So, wir bleiben im Chor, beug das rechte Bein. Einatmen, strecken. Zieh richtig den Bauchnabel zurück. Ausatmen, beugen. Bauchnabel richtig festhalten. Einatmen, strecken, flex den Fuß. Und das linke Bein lässt lang. Bis zu die Fußspitze. Und jetzt hier nochmal in dieser Bewegung. Beide Beine weiter in diese Schere bewegen. Das heißt, du ziehst die Beine auseinander wie so ein Spagat. Ja? Und über dieses Beugen und Strecken mobilisiert sich hier die rechte Hüfte ins rechte Bein. Diese ganze Muskulatur bis in die Zehen. Mach das in deiner Atemlänge. Kannst die linke Hand hier auf deinen rechten Oberschenkel platzieren. Noch zweimal. Bleibt in der Taille. Du hältst hier das Gewicht der Beine immer noch in den Bauchmuskeln. So, dann lassen wir das rechte Bein einmal lang, soweit du kannst sinken und drehst dich mit Länge über rechts aus. Durch den Twist, durchatmen, trotzdem noch den Bauchnabel zurückziehen. Lockern wir nochmal die Rippen auf, Kiefergelenke und öffne dich aus dem Herzen in die rechte Hand. Also auch nochmal hier im Oberkörper diese rechte Seite. Atmet hier noch fünf tiefe Atemzüge. Oh.
Und dann beugst du dein rechtes Bein, kommst mit dem Ausatmen zurück. Ihr stellt die Füße auf, schüttelt die Oberschenkel aus, schüttelt den unteren Rücken nochmal aus. Ja? Leg die Fußsohlen jetzt zusammen, öffne deine Beine und entspann dich mal hier aus dem Bauch, ins Becken, in die Beine, in den Seiten, in diesem Schmetterling. Soweit du möchtest, kannst du mit den Becken an die Fersen runterrutschen. Soweit du brauchst, rutschst du ein bisschen weiter weg. Und dann einmal aus der Mitte hier den Körper einspannen. Schüttel deinen Dehnraum etwas aus. Spann mal deine Bauchmuskeln an. Und jetzt hebst du das Becken hier mal an. Fußsohlen sind zusammen. Ja? Schmetterling. Zieh den Bauchnabel runter, jetzt das Becken an und zieh deine Knie dann aus und Fußsohlen sind zusammen. Die Nina fängt ihren eigenen Schwanz oder versucht es, dass sie trampelt, dass hier so rennt im Kreis. Zurück. So, ne? Bleibst in der Mitte und streckst die Rücken und ziehst dich hier aber nochmal. Quasi kannst du auch mal so ein bisschen rollen, nochmal die Innenseiten auf. Kannst dich auch insgesamt hier noch ein bisschen weiter nach oben, auch im Brustkorb anlegen. Beckenboden halten, Bauchnabel. Also immer schön in der Mitte bleiben. Einmal langsam absenken, schließ die Beine. Schüttel deine Beine wieder aus. Zieht nochmal die Knie zu euch ran, Kopf Richtung Knie. Einmal so richtig hier nochmal in diese Rücken reinrollen, reinstehen. Letzte Übung. Ja? Wir rollen einmal noch durch die Wirbelsäule, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Und zwar quasi so über diesen Flugroll. Das heißt, du kannst jetzt erstmal hier anfangen mit dem Ausatmen. Etwas das Becken anzuheben. Könnt euch an der Matte festhalten, ne, wenn er hier liegt. So, mach jetzt mal diese Bewegung. Und wenn du dann merkst, dass diese Bewegung klappt, ja, dass du hier nach oben kommst, dann rollst du dich einmal ganz hoch in den Flug. Schau, dass du hier nicht auf dem Nacken stehst, sondern übers Brustbein. Wir nehmen die Arme, wenn es geht, mit nach hinten und lassen die Beine so weit in der Luft, wie wir brauchen. So, Blick Richtung Bauchnabel und dann Wirbel für Wirbel abrollen mit dem Ausatmen. Nutz deine Bauchmuskeln. Einatmen. Ja? So, wenn du merkst, du brauchst Unterstützung, legst du fürs Ausatmen die Hände nach vorne, rollst dich ausatmen auf. So, schau, dass du Platz hast im Nacken. Ja? Dann einatmen hier oben, nimmst die Arme mit zurück, ausatmen, hebst die Beine etwas an und rollst Wirbel für Wirbel ab. Einatmen, wieder hier. Ausatmen, roll dich auf. Wenn du kannst, lass deine Arme hin. Einmal hier oben tief einatmen. Nimmst die Arme mit zurück und ausatmen, Wirbel für Wirbel. Abrollen. Wir machen das insgesamt noch viermal. Wenn du kannst, lass deine Hände dauerhaft hier hin. Also auch beim Aufrollen. Aber zwingt euch nicht, sondern spürt in euren Körper hinein. Wir haben die Übung lange nicht mehr gemacht. Und das ist auch so eine Übung, da spürst du sofort, wenn du die mal so ein halbes Jahr nicht mehr gemacht hast, oder es reicht schon 3 Monate,
dann spürt man sofort, ja, dass dir einem wieder schwerer fällt. Was einfach auch eine Übung ist, die ja im Normalfeld so in der, im Alltag einfach gar nicht hat. Niederschau, auf den Weg. Auf den Weg. Noch zwei davon. So, wenn du das nächste Mal hier oben in diesem Flug bist, dann bleib ruhig mal 5, 6 Atemzüge hier und dehne dich dann nochmal durch dieses, eine schöne Dehnung durch den Rücken. So, du ziehst aber ganz wichtig die Schultern auch hier Richtung Becken und den Bauchnabel einwärts. Das ist so ein bisschen runde Katze hier, ne? Runde Katze. Aber du hältst in der Mitte. Lila, Vorsicht. Und dann rollst du dich langsam. Roll dich nochmal bis zum Brustbein auf. Und lass hier nochmal für einen Moment deine Beine wie so ein Pendel. Ziehst deinen Bauchnabel nach innen. Atmest gleichmäßig weiter. So, und dann reichst du dir das rechte Bein. Lässt das linke Bein einmal sinken. Dehnst eben uns einmal noch durch die Beine. Ein junger Hund hat sehr viel Energie, wie ihr seht. Das ist sehr lustig. Aber es gibt auch immer viel zu lernen. Ganz lustig auch. So, atme nochmal tief ein und aus. Wollte ich auch durch deine Fußgelenke wieder vorsichtig, du musst ein bisschen weiter lassen. Und dann wechselst du einmal auf die Seite. Weite das linke Bein, lass es Richtung der Energie schütteln. Auch hier fühle ich frei, nochmal durch die Fußgelenke zu rollen. Bleib noch in deiner Bauchspannung für diese Beindehnung. Und dann löst du deine Beine. Leg dich einen Moment zum Entspannen hier auf die Matte. Ihr könnt die Füße in den Schmetterling legen oder die Beine ausstrecken. Einfach mal so eine Minute, so ganz bewusst aus der körperlichen Anspannung hinausgehen. Spürt nochmal. Leg den Kopf dann mit Länge ab. Lockert die Lippen, die Gelenke insgesamt. Entspannt eure Augen auch, eure Stirnmitte, eure Wangen, eure Lippen. Und lasst euch hier so einen Moment von der Erde tragen. Entspannt die Wirbelsäule, entspannt das Becken, entspannt die Schultern, entspannt die Hände, die Füße. Thank you.
Und dann langsam hier Finger bewegen. Rollt euch nochmal hier so ein bisschen übers Becken, Fußzehen bewegen. Und dann streckt euch auf den Boden richtig aus. Ihr stellt mal hier für den rechten Fuß auf, streckt euch durch die linke Seite. Wechselt die Seite, streck dich durch deine rechte Seite, stell den linken Fuß auf. Bleib und streck dich. Und wenn du den Mut hast, ziehst du die Knie zu dir rein, Kopf Richtung Knie. Schaukel dich hier nochmal zwischen Kreuzbein und Bauchnabel, nur so klein. Kreuzbein, Bauchnabel, nur so diesen unteren Rücken. Und dann kommst du mit ein bisschen Schwung nach oben. Ja? So, jetzt gucke ich nochmal, ob ihr noch da seid. Yay! Dann wünsche ich euch. Dann wünsche ich euch schöne Ostern. Wir auch. Dankeschön. Und ich hoffe, dass mit dem.